Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Arcania. Und bei diesem wundervollen Regen. Ja, die Pfützen, die sind manchmal ein bisschen buggy, ne? Sind wir wieder am Start. Kaldar, Akolyt. Wir müssen immer noch dieses scheiß Adanos-Ding finden. Das hier bestimmt irgendwo an so einer Ecke hängt. Das soll irgendwie hier so sein. Und das weiß man wieder. Oh Gott. Okay. Ja. Okay. Och nee, ich habe nicht gespeichert, ich Vollidiot. Tut mir leid, da müssen wir das von der letzten Folge nochmal machen. Das einsammeln. Das tut mir sehr leid. Dinos-Statue. Nochmal die Fiolen. Ich habe einfach nicht gespeichert, ne? Ich speichere eigentlich so oft. Nochmal Zeit für einen neuen Helm. Speichern. Meine Fresse, hey. Immerhin regnet es jetzt nicht mehr. Aber wir wissen ja, dass es dann gleich anfängt. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie das Spiel damit umgeht. Wenn man neu lädt, ob es dann auch anfängt zu regnen. Das weiß ich nicht. Da so drin? Nee, auch nicht. Da so irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nicht so richtig, ne? Irgendwo hier soll es aber sein. Also diese Adanos-Teile sind echt nicht so cool. Und unterirdisch ist das auch nicht. Da haben wir wieder den Regen. Gut, dann quatschen wir jetzt erstmal mit dem Rundal oder wie auch immer er heißt. Dein Kampfgeist ist ohnegleichen. Du bist ein würdiger Streiter der Ordnung. Dann lass mich jetzt zu den Äbten. Nein, du hast erst eine der Prüfungen bestanden. Nun musst du Beliar deinen Wert beweisen. Beliar. Schon wieder eine Prüfung. Ohne Belias Segen bleibt dir der Zutritt zu den Äbten verwehrt. Sprich, welche Wahrheit verkündete der erste Belia-Jünger nach seiner Erleuchtung? Tja. Woher soll ich das denn bitte wissen? Du wurdest bereits erleuchtet. Nur weißt du nicht, dass du weißt. Ey, wenn jemand mit so einer Scheiße schon kommt, ne? Das geht gar nicht. Ich hab's. Das Böse siegt immer. Nein! Was ist mit Morden macht reich? Den finde ich gut. Nein! Na schön. Wir werden alle sterben? Ein gutes Lied von Knorkator, aber leider ist es falsch. Wie wär's mit Chaos ist Freiheit? Nein. Das klingt komisch. Narren verdienen den Tod? Nein. Wir probieren alles aus. Hey. Argana sind unfähig und faul? Nein. Vielleicht der Tod ist eine Erlösung? Nein. Wo sind die Kinder? Nein. Wer schwimmt, gewinnt. Nein. Hör endlich auf, meine Zeit zu verschwenden. Lass mich zu den Äbten. Nein. Ich warne dich, meine Geduld ist am Ende. Zuerst die Prüfung. Mönch oder nicht, gleich gibt's was aufs Maul. Leere Drohungen. Ich hab dich gewarnt. Wehr dich. Zack, 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 zack. Gute Waffe. Sage mir, mein Sohn, war das die Tat eines gerechten Menschen? Es gibt keine Gerechtigkeit, nur Macht. Ja, das waren die Worte des ersten Jüngers. Belia hat auch dich erleuchtet.
Es ist so dämlich, dass es wieder lustig ist. Also. Lass mich endlich zu den Äbten. Sie warten auf dich in dem größten Gebäude des Klosters, unserem Heiligtum. Das ist wirklich so dämlich, dass es wieder lustig ist. Dass man ihn verprügeln muss und dann kriegt man das. So, jetzt haben wir hier Leben, das haben wir. Danach geht's hier rein. Aber wir könnten erst noch uns einmal das Kloster hier ordentlich anschauen, ja? Wir haben es ja noch gar nicht angeguckt, richtig. Ich habe ja nur alles abgezwackt, was hier so zu haben ist. Ein Belia-Schrein. Schöner, schön rot. Wahrscheinlich hier ein Innos-Schrein. Ja, klar. Seiner Waagschale. Innos der Gerechte. Da waren wir. Auf der Seite war, glaube ich, nichts. Das Meer ist wieder richtig am Abspacken. Du könntest der Auserwählte sein. Ich bin der Auserwählte. Ich will mit dir handeln. Eigentlich sind diese Sachen nicht zum Verkauf gedacht, aber warum nicht? Wäre auch so geil, ne? Er läuft einfach zu irgendwem hin, so, ja, ich will mit dir handeln. Okay. Guck mal, du kriegst die ganzen Scheißwaffen. Das Ding behalten wir mal. Einfach nur so. Den brauchen wir nicht mehr. Mit Magiekraft, ne. Den brauchen wir auch nicht mehr. Das Hohepriester, Mystiker. Ne. Wolfarmschienen auch nicht. Slipperring nicht. Lagerer nicht. Zweifaltigkeit nicht. Die kannst du haben. Den hatten wir auch ausgetauscht. Den brauchen wir noch. Den weiß ich gerade nicht. Den kannst du haben. Den Morschenbogen kannst du haben. Und den. Schriftstücke. Blutdorn-Elixier. Elixier des Berserkers. Eisen. Balk-Elixier. Das weiß ich noch nicht. Rostige Sägen. Spitzhacken kannst du 7 haben. Wanzenfleisch. Manche Sachen sind auch hier nur Beute. Kleine Perlen. Wobei. Ich weiß gar nicht, ob man die nicht für. Ein verfaulter Apfel, den du im Rücken eines Feldräubers gefunden hast. Wer weiß, wie er dort stecken geblieben ist. Das finde ich cool. Das ist irgendwie so, hast du halt eingepackt. Du weißt nicht mal, dass du es eingepackt hast, aber irgendwie ist es lustig. Einfach nur so, ja, hast halt da mal so ein bisschen Scheißdreck eingesammelt. Dunkler Chitinpanzer. Teile einer antiken Armbrust. Boah, goldene Innos-Statue. Zerkratzter goldener Kelch, ist ja richtig was wert. Altes Buch eher nicht so. Brauchen wir die noch? Eigentlich nicht. Alles was Beute ist, braucht man eigentlich nicht mehr. Was hat er denn so? Restauration von Antiquitäten. Geschmeide. Stahl. Knochenbogen. Nicht schlecht. Genau, eine Sense kaufen wir. Scavenger-Federn hat er. Knoblauch hat er. Jagdpfeile und normale Pfeile.
Ja, ein neuer Helm wäre echt mal in der Tagesordnung. Die Drachenaxt. Das sollten wir mitnehmen. Die ist schon Premium. Roter Tränenpfeffer, muffiges Fleisch. Die Tränke sind so brutal teuer. Starre, Inferno, Sturm der Qualen. Also. Ich glaube, das war saugeil. Stopp. Hoppala. Falsche Taste. Ich will mit dir handeln. Eigentlich sind diese Sachen nicht zum Verkauf gedacht, aber warum nicht? Aber er tut's trotzdem. Das gönnen wir uns. 12.000 Gold, aber das wird sich rentieren. Don Elixir, Elixir des Berserkers. Jetzt für die Drachenaxt brauchen wir nämlich Feuerdrüse. Wir haben einen Diamant, sehr gut. Die Extrakte dieser Drüse werden noch heute für einige traditionelle Verzauberungen genutzt. Also die ist halt richtig Premium. 100% Wahrscheinlichkeit, 4 Sekunden, insgesamt 200 Schaden. Saugeil. Geflügelte Axt, die bekommen wir noch. Nur die besten und zähesten Krieger des nordmarischen Feuerclans dürfen diese mächtigen Äxte auch nur berühren. Die fanatischsten dieser Krieger lassen ihre Axt mit einem Feuerzauber segnen, um ihre Hingabe zu Innos zu demonstrieren. Die Drachenaxt. Genau, Schwefel haben wir auch schon 2. Jetzt habe ich da doch gelernt, ne? Oder wollte ich? Ich weiß es gar nicht mehr. Da könnten wir ein paar machen. Brackwassersuppe. 18. Okay, davon könnten wir ja richtig was machen. Wir brauchen 3 Knoblauch. Knoblauch und gib mir mal mehr Knoblauch. Ich will mit dir handeln. Eigentlich sind ja, diese... Ja, komm, halt die Schnauze. Knoblauch ist nämlich billig. Nummer 100. Heute wird gekocht. Denn die Brackwassersuppe, wo ist sie denn? Ah, den haben wir auch noch da drin. Styrkas Schmortopf. 30 die Brackwassersuppe. 23 Leben ist schon nicht schlecht. Und davon können wir ja richtig ordentlich. Ich will mit dir handeln. Eigentlich sind die... Ja, halt die Klappe. Das wollen wir alles. Davon wollen wir nochmal 150. 500 Gold, so viel wie ein Trank. Wir brauchen noch mehr Knoblauch. Also nochmal 20 und da nochmal... So viel Knoblauch, was wir hier brauchen. Ich will mit dir... Können wir ihm eigentlich noch irgendwas verticken? Irgendeine Scheiße, die er haben will? Egal. So krass an Gold mangelt es uns ja nicht, ne? Aber an Leben halt hin und wieder schon. Wir gönnen jetzt richtig. Jetzt brauchen wir nochmal 18 Knoblauch. Ich will nix sagen. Okay,
Okay, wir haben ihm fast alles an Knoblauch abgekauft. Nein. Schon wieder falsch. Zack. So. Kriegen Heiltränke, könnten wir noch machen. Heiltrank aus... Das ist Schwachsinn. So, Elixier des Berserkers. Gereifte Heilpflanze und Drachenorchidee. Und was hatten wir noch? Blutdorn. Ah, Fernkampfkraft. Dschungelkraut. Und das macht Rüstung. 80 Lebensenergieregeneration. Reißzahn eines Razors. Wir haben schon gegen Razor gekämpft. Ne, haben wir irgendwo eingesammelt. Du bist der Auserwählte. Ja, kannst du aber sagen. Wir klauen erstmal eine Melone. Zwei Melonen. Eine gute Innos-Statue. Hier noch Inferno. Plus eins World Slowdown. Potenter Mana-Trank. Jetzt wird's ja richtig potent. Okay, jetzt wird gelabert. Willkommen, mein Sohn. Wir haben lange auf dich gewartet. Warum habt ihr mich nicht gleich durchgelassen? Nur der Auserwählte des Schicksals darf die Wahrheit erfahren. Ich halte dich für würdig. Doch was ist mit meinem Bruder Galamoth? Hält er dich auch für würdig? Ist mir egal. Ich bin hier, um nach dem Weg zu einem alten Tempel zu fragen. Nur der Auserwählte des Schicksals darf den Tempel betreten. Meinen Segen hast du. Doch was sagt mein Bruder Galamoth dazu? Würdig sieht er nicht aus. Aber was soll's? Sterben wird er ohnehin. Er ist ein Sterben. Schambolzen ohne Ende. Das habe ich nicht so bald vor. Ein Rat von mir für dich, mein Sohn. Stürze dich jetzt von den Klippen. Es wird dein Leiden verkürzen. Sag mir lieber, wie ich in den Tempel komme. Ungeduldig, was? Bevor wir dir den Weg in den Tempel verraten, will ich wissen, warum du nach dem Tempel suchst. Ich will verhindern, dass die Paladine den göttlichen Amboss des Tempels für sich gewinnen. Wir sind ehrlich. Warum willst du das? Die Schweine haben meine Geliebte ermordet. Rache. Du sprichst die Wahrheit. Aber deine Motive sind falsch. Falsch? Falsch sind sie, ja. Geh in den Tempel. Er wird deinen kleinen Geist erweitern. Dann sag mir endlich, wie ich in den Tempel komme. Das Tor zum Tempel liegt tief im Dschungel hinter unserem Kloster. Einst hat die königliche Familie von Setarif diesen Weg beschritten, um der Göttin zu huldigen. Der Göttin? Bist du nicht ein Priester des Innos? Alles ist eins im Sinne der Göttin, mein Sohn. Du wirst es sehen. Wie du meinst. Wie finde ich den Weg zum Tempel? Ich werde ihnen deinen Geist einprägen. Bist du bereit? Rundal hat gesagt, ein Mann mit einer Augenklappe war hier. Was hat er über den Tempel herausgefunden? Es betrübt mich zu sagen, dass mein Bruder Galamoth ihm den Weg in den Tempel verraten hat, obwohl er nicht der Auserwählte war. Wieso das denn? Warum muss ich eure Possen mitmachen, wenn ihr jedem dahergelaufenen Schurken eure Geheimnisse verratet? Die Art, wie der Mann sich geweigert hat, die Prüfungen abzulegen und hier eingedrungen ist, hat meinem Bruder sehr imponiert. Das... Und das Messer an seiner Kehle. Ich bin dazu bereit, in den Tempel zu gehen. So sei es. Der Weg steht dir offen. Möge die Göttin dich erleuchten. Eines noch zu deiner Belehrung. Früher hatte die Göttin zwei Gruppen von Dienerinnen. Die Anbael und die Anosiri. Sie dienten der Göttin in Eintracht. Bis eines Tages ihre Visionen von der Zukunft voneinander abwichen. Der Kult zerbrach und die Dienerinnen der Göttin bekämpften einander.
Herrin, wir werden sie aufhalten. Selena floh, aber sie war die einzige an Osiri, die in jener Nacht entkam. Aber wisse, auch die Anbael haben schwere Verluste erlitten. Haben wir schon gesehen, Xesha. Was? Was? Lass mich... So, der eine, der macht jetzt hier sein Innos-Gebet und der macht so sein Belia-Gebet. Alte Karte erhalten. Können wir nicht angucken. Ah, das ist ein bisschen schade. Wir können ihn noch die Innos-Statuen verticken. Du bist der Auserwählte. Aber hallo, bin ich der Auserwählte. Du könntest der Auserwählte sein. Nein, ich bin der Auserwählte. Ich will mit dir... Ja, Schnauze halten. Guck mal, was du haben kannst, ist... Eine davon. Die kannst du haben. Komm, brauch eh keine Sau. Und was war noch so viel wert? Ist schon vertickt? Scavenger-Federn. Absoluter Scheißdreck. Jo, wir verkaufen mal ein paar. Großer Stachel. Ist nicht gerade eben noch irgendwas, was übel viel wert war? Schon wieder verdrängt, ne? Bringt so ein Inferno. 50 nur. Einäscherung. Einäscherung. Inferno ist doch viel krasser. Schon gedacht gerade. Irgendwas ist komisch. Naja. Wir haben unsere 10.000 Gold. Und im Prinzip haben die uns nichts gesagt. Außer, dass wir doch weitergehen sollen. Mach mal kurz meine Karte größer. Einen Moment. Da bin ich wieder. Jetzt soll hier irgendwo noch dieses scheiß Adanos-Ding sein, ne? Ich krieg ja's Kotzen, wenn ich so Teile nicht finde. Du könntest der Auserwählte sein. Nein, ich bin der Auserwählte. Vielleicht liegt's da oben. Oder da drinnen. Das sind so die einzigen zwei Möglichkeiten, die noch bestehen. Vielleicht ist hier irgendwie auf dem Balkon. Oder da oben, irgendwo auf dem Dach. Zwischending, das ist auch nicht. Ich muss nachdenken. Ja, ich auch. Aufregen muss ich mich auch. Dass ihr hier alles immer so verstecken müsst. Meine Güte, hey. Du könntest der Auserwählte sein. Halt die Schnauze jetzt. Wir gehen nochmal da hoch. Wir gucken nochmal oben. Irgendwo muss es ja sein. Diese Adanos-Artefakte. Vielleicht ist es auch hier auf der Seite irgendwo. Vielleicht da drauf. Und hier ist es ja nicht. Also das X ist ziemlich genau da unterm Balkon. Du könntest der Auserwählte sein. Ich glaube, das war auch ein bisschen hoch. Naja, okay. Jetzt geht er hoch. Nee, will er nicht. Es soll genau hier liegen. Genau hier. Hier speichere ich lieber. Ich erinnere mich da an einen Tod, letzte Folge. Wo? Sag mir wo.
Es ist doch zum Mäusemelken. Und da liegt's auch nicht. Ich kotz im Strahl. Und zwar richtig. Dann gehen wir eben nochmal rein. Weil es so Spaß macht. Die liegen doch immer irgendwo auf irgendwelchen Steinen. Die Scheißdinger. Du könntest der Auserwählte sein. Bitte halt die Schnauze. Kommen wir hier irgendwo hoch? Nee. Da kommen wir nicht nach oben. Vielleicht drin sein. Das ist doch hier in der Ecke. Doch da oben. Scheiße. Vielleicht doch da oben drauf. Komm schon, bitte lass mich da gespeichert haben. Nein, habe ich nicht. Aber da flattert auch nichts. Oh, sowas regt mich ja auf, ne? Diese scheiß Suchquest. Das ist so wie bei Assassin's Creed. Mit diesen Federn im zweiten Teil. Oder im dritten Teil, beziehungsweise vierten Teil, gab es ja auch diese Fragmente. 100 Stück. Wobei, gut, hier muss man auch 100 Sachen suchen. Es ist so schlimm. Da unten kann es aber nicht sein. Da kommt man nicht mehr weg. Wir können uns ja auch nicht teleportieren oder so. Ganz großes Kino. Einen können wir noch. Ich wüsste halt echt nicht, wo das sein soll. Hier irgendwo auf dem Breitengrad, nenne ich es mal. Sollte es liegen. Aber keiner kann mir sagen, wo. Hier drauf. Oh nicht. Meine Güte. Warum muss das denn so eine Fickerei sein mit diesen scheiß Suchdingern? Und überhaupt kein Anhaltspunkt, wo es sein könnte hier. Jetzt habe ich schon eine Karte und finde es trotzdem nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Das muss doch hier irgendwo sein. Irgendwo hier drin. Da oben auf dem Vordach. Da drin ist gar nichts. Ich krieg's aus Kotzen hier, ne? Es ist so eine Scheiße. Ich weiß halt nicht, ob es hier draußen ist oder ob es drinnen ist. Ich gehe jetzt noch einmal rein. Wenn ich es nicht finde, dann scheißen wir da drauf. Ich will nicht drauf scheißen, aber... Ich weiß halt nicht, wo sie den das Kackding verstecken. Vielleicht springe ich doch mal aus dem Balkon raus. Das liegt halt hier echt irgendwo einfach im Regal, ne? Die Statue lag ja auch einfach so im Regal. Auf dem Tisch. Ob wir da durchspringen können?
Das heißt wohl nein. Es ist hier irgendwo. Habt ihr gesehen? Da unten flattert was. Oh, finally. Ich hab den Hebel übersehen. Oh, Mann. Seterifische Tuchrüstung. Altertümliches Relikt. Meine Fresse, hey. Auch das einfachste Fass muss richtig geformt werden. Oder es läuft aus. Ich habe Stuarks Schmieden gesehen. Stümper allesamt. Wahre Handwerkskunst gibt es nur in Seterif. Salai Dol, seterifischer Rüstmeister. Wir gucken uns die erstmal an, weil wir das lernen und dann ist es scheiße. Seterifische Tuchrüstung. Magiekraft, Mana-Regeneration. Toll. Ja. Brauchen wir nicht. Wir haben das Ding jetzt aber, oder? Gut, das verticken wir noch schnell. Dann können wir endlich weiter. Dann gehen wir noch das andere Relikt suchen in der nächsten Folge, aber dann reicht's auch wieder. Guck mal, Kala da, Kal da. Ich will davon nichts wissen. Eigentlich sind die nicht zum Verkauf. 300 nur. Oh ja. Besser als nix. Also, finally. Finally, finally. Es ist schon ein bisschen neblig wieder und wir brauchen dringend einen neuen Helm. Naja. Im Urwald kriegen wir dann einen. Bestimmt irgendwo. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge. Also, bis morgen. Ciao.